Café Colonia TV, hier stehen wir wieder mitten im schönen Siebengebirge und heute mal wieder mit einem Autotest für euch. Hin und wieder testen wir mal Fahrzeuge und gucken mal, ob die so in unseren Alltag passen. Und unser Kaffeepartner Ford Geberzahn hat mittlerweile auch einen eigenen YouTube-Kanal. Aber irgendwie fühle ich mich noch nicht so richtig für das Auto. Hey Leute, so, jetzt habe ich das richtige Outfit für diese Bronco, der gezähmt werden will. Den gibt es in Deutschland bis jetzt nur bei Ford Geberzahn zu kaufen. Also müsst ihr schnell sein und ein gutes Angebot sichern. Und wie man das Gerät hier richtig zähmt, das zeige ich euch jetzt. So, jetzt habe ich mich natürlich wieder ein bisschen anders angezogen, dieser Slang. Aber man darf ja auch mal witzig sein, ne? Wir sind ja hier im Rheinland. So, Karneval kam übrigens auch zu knapp die letzte Zeit. Was aber nicht zu knapp gekommen ist, ist der Spaß tatsächlich. Wir sind das Auto jetzt gefahren und gucken uns den noch mal ein bisschen genauer an für euch. Also in der Tat ist es so, der ist jetzt für einen SUV oder ist das jetzt ein Geländewagen? Wie heißt denn diese neue Kategorie? Es gibt ja auch Wettbewerber, die haben mittlerweile erkannt, größere Kombis zu bauen, etwas höher zu stellen. Kennt man ganz, ganz früher noch von Land Rover mit dem Discovery. Aber das geht jetzt echt schon in die Richtung. Also nicht nur so das Raubein, sondern eben auch alltagstauglich zu machen, trotzdem Materialien zu nehmen, die immer wieder für den Alltag geeignet sind. Zum Beispiel, ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel. Wir gehen mal in den Kofferraum. Auch hier so Kleinigkeiten zum Beispiel. Man kann jetzt, wenn man oben was rausholen möchte, einfach die kleine Heckklappe jetzt öffnen. Hier oben habe ich auch dann eine hochgebaute Ablage. Ihr seht jetzt hier unser Kamera-Equipment. Komme ich jetzt zum Beispiel super dran im Stehen. Alles, was ich wichtig brauche, toll. Das kann ich aber auch dann nochmal um die große Klappe erweitern. Und dann seht ihr, wie groß der Stauraum ist. Und hier unten zum Beispiel diese Ablage, die ist gummiert. Also das heißt, da kann man auch ruhig mal was Dreckiges reintun und dann macht man sich nicht gleich den Teppich kaputt. Das ist so einfach wie gut. Also warum machen das nicht mehrere Hersteller so? Man kann ja trotzdem luxuriöses Auto haben. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier aus dem Siebengebirge vom Wandern komme, dann stelle ich meine schmutzigen Schuhe halt hier ab und versaue mir keinen Teppich. Ich muss auch nicht so teure Wannen kaufen. Das ist eben alles jetzt ab Werk schon dabei. Das Ganze lässt sich dann hier auch noch zusammenlegen oder als Campingtisch nutzen. Also das hat Ford wirklich mal so anwenderorientiert gut gelöst. Gut, ich habe euch gesagt, das Auto ist nicht in Deutschland noch nicht frei konfigurierbar. Der wird also wirklich über den Teich geholt. Deshalb finden wir auch hier so kleine Anekdötchen wie die amerikanische Anhängerkupplung. So, und die Anhängerkupplung ist hier so klassisch wie bei unserem Raptor auch in so eine Aufnahme gesteckt. So ist das in Amerika. Ist aber hier gut gelöst, auch umgebaut, entspricht dem deutschen TÜV. Super. Ja, was habe ich sonst noch? So Kleinigkeiten hier zum Beispiel. Ich habe hier so Innenbeleuchtung, die kann ich anmachen. Die kann ich in alle Richtungen drehen. Ist jetzt nicht an, aber mal gucken, ob ich das gleich noch anmache. Aber egal. Ihr sollt ja einfach mal sehen, dass man jetzt sich, wenn die Klappe auf ist, stellt man die nach innen. Dann hat man die Ladefläche beleuchtet. Und wenn nicht, dann wenn man jetzt den Hund ableinen will oder so, stellt man die Dinger nach unten, hat man hier das Licht. Ne? Auch eine Kleinigkeit. Sinnvoll. Also im Kofferraum bin ich dann schon echt happy. Ja, und jetzt schaut mal hier, wenn ihr mal mitkommt, gucken wir uns mal den Fahrgastraum an. Ja, mehr Luxus braucht kein Mensch. Schönes Leder, trotzdem auch Mischtextilien. Wenn wir gleich fahren, zeige ich euch mal innen drin, wie sich das haptisch alles anfühlt. Also der Materialmix ist gelungen. Es wirkt nirgendwo wie billiges Plastik. Es ist alles schön aufgeschäumt. Das, was in Kunststoff ist, ist sauber abgerundet. Also eigentlich ein schöner Eindruck. Ja, auch so die Farbigkeit, das Abgesetzte jetzt hier außen, gibt der Sache auch ein bisschen Eleganz. Meine Farbe ist es nicht, aber sie ist sehr, sehr prominent in den Staaten. Da nimmt man wohl sehr oft diese Farbkombination, dann aber wenigstens so wie hier mit dem schwarz abgesetzten Dach. Die Reling ist nicht optional, die gehört in diesem Paket dazu. Ja, erstmal gut. So,
im Innenraum hinten, ich bin jetzt 1,78 groß, Klassenstandard. Jetzt habe ich den vorne allerdings sehr bequem eingestellt, also viel Platz, viel Komfort, amerikanisch, ne? So, ja, deswegen kann man da auch ein bisschen Platz noch gewinnen, aber hier alles wunderbar, hier so ein bisschen süß. Ja, so wie so eine Laptop-Tasche, ne? Zeitgemäß. Aber auch, guck mal, hier innen drin, sieh mal, schön mit Stoff, also nicht alles Kunststoff, sondern wirklich so mit Stoff ausgeschlagen. Vielleicht könnt ihr das hier besser sehen, wenn ich das hier mal aufmache. Ist echt nett, also gefällt mir. Auch die Farbanmutung hier, tipptoppi, ne? Hier, guck mal, hier kann man auch noch Sachen reinstecken. Das kenne ich von den ganzen Pouches, wo man dann so Kugelschreiber oder so ein paar Sachen reinstecken kann. Also so Kleinigkeiten. Ach, aber guck mal hier, eine vollwertige Steckdose, 230 Volt. Auch die anderen Anschlüsse sind modern, USB-C, USB, also Handy, alle modernen Geräte können geladen werden. Super, also fehlt eigentlich nichts. Klar, klassische Becherhalter, Armlehne hoch. Ja, das entspricht der Norm, ne, würde ich jetzt sagen. Was haben wir sonst noch? Ja, umklappen. Ich denke mal, es ist wie bei Ford, kann man hier, so muss ich gerade mal schauen, wie kann man die dann da. So, ja, wunderbar. Also auch hier in dem Fall alles schön gummiert. Das ist also Material, was sehr gut Wasser ab kann. Das ist eben kein Stoff. Von daher perfekt. Also man kann man ruhig durchladen, dann wie ich das von dem Kofferraum gezeigt habe. Sehr, sehr schön gelöst. Ja, mache ich wieder zu. Ja, also nichts Neues, aber wie gesagt, schön kombiniert, sieht gut aus. So Leute. Ja, jetzt bin ich in Amerika, habe ich zumindest das Gefühl. Ihr müsst euch diesen Blick mal anschauen. Jetzt sind wir natürlich hier im schönen Siebengebirge. Ich weiß nicht, wo ihr den Film gerade seht. Also, ach, guck mal da, der Bronco auf dem Bildschirm auch noch. Ja, das ist dann schon, da werde ich doch gleich eingestimmt. Da fühle ich mich doch so ein bisschen so wie Open Country. Und das haben sie also gut gemacht. Das sieht auch alles aus wie Geländefahrzeug. Ich sitze aber saubequem. Also das ist wirklich auch die Materialien hier wieder. Das ist ja in dem Fall diese Lederausstattung. Auch hier oben ist noch Alcantara angesetzt. Da haben sie dann auch schön geprägt. Genau, geprägt den Bronco. Das ist ja anders als beim Mustang. Der Gaul steht ja hier auf dem Vorderläufen. Schreibt uns doch mal eine persönliche Nachricht. Mädels, wenn ihr das jetzt schaut. Das ist ja auch ein Auto für euch irgendwo. Ne? Wenn ihr einen Pferdehänger zieht oder sowas. Heißt das Vorderläufe oder heißt das Vorderfüße? Wie sagt man das beim Pferd? Also schreibt eine persönliche Nachricht an die eingeblendete E-Mail-Adresse oder hinterlasst einen Kommentar auf YouTube. Also ich fühle mich hier typisch wohl. Ne? Ich habe die bekannte Bedienoberfläche, das haben wir auch in dem Video, wenn ihr mal bei uns auf dem YouTube-Kanal schaut, von dem Ranger schon mal sehr ausführlich alles beschrieben. Findet sich hier alles wieder. Nichts Neues. Hier an der Seite automatische Fahrlichtschalter, alles drum und dran. Der Automatik-Wählhebel ist hier in dem Fall ein Dreh-Drück-Knopf. Drück in der Mitte, M. Wenn ich hier auf M drücke, kann ich das Getriebe in den manuellen Modus stellen. Dazu muss ich vorher die Fahrstufe auf D drehen für Drive. Und bei M aktiviere ich die manuelle Schaltfunktion, die ich dann am Lenkrad über die Wippen schalten kann. Plus, Minus. Auch nichts Neues für die Autofahrer, also an alles gedacht. Was aber anders ist und was für euch interessant ist, GOAT, Goat Modes. Da haben wir hier einen Drehschalter. Das hat mich erst ein bisschen orientiert, weil ich dachte so, das ist nur so ein Ding, ein Knöpfchen, da sind dann diese vier Tasten drum. Die sind aber losgelöst. Da kann ich also Differential sperren, ich kann den Allrad sperren, ich kann eine Bergabfahr-Konstanthilfe einschalten und ich kann die Traktionskontrolle ausschalten. Und dann kann ich hier, wenn ich daran drehe, die Fahrmodis einstellen zwischen Normal, zwischen Ökologik, also Ecologic, da fährt man anscheinend spritsparender. Dann haben wir den Sportmod, dann haben wir den Resbaladio, das ist also Spanisch, habe ich glaube ich schon gesagt, habe ich das schon erwähnt. Also das Sync ist auf jeden Fall in Deutsch eingestellt, aber das gesamte Fahrzeug hatte noch keine deutsche Einstellmöglichkeit beim Importieren. Das hat man dann auf Spanisch gewählt und deshalb stehen dann hier Resbaladizo. Und dann haben wir noch eine Funktion, das ist die Lodos Sucros, was auch immer das heißen mag, wahrscheinlich Arena, das süße Gelände. Und dann haben wir am Ende noch Finalmente Rocas Traction. Traction heißt, das ist felsige Gelände, kannst du richtig mit Sperre.
Und ja, also Kel Diablo, ich würde sagen, das Ding hat alles, was man braucht. Ich mache aber jetzt auf normal zurück und lass den Gaul jetzt mal über die Straße flitzen. Und los geht's. Yeah! Iha! Ja, ach oh Gott. Fahrwerk ist super. Aber man soll ja wach bleiben, ne, beim Fahren. Der ist leise. Der ist echt schön leise. Gefällt mir gut. So, wir sind jetzt auf der Straße. Los geht's. Weg vom Feld. Ja, hört euch das an. Auto ist leise, klar. Vierzylinder Benziner, in diesem Fall 245 PS. Auto läuft sehr kultiviert, lenkt sich richtig schön komfortabel, was ich von so einem Ami in der Klasse erwarte. Bin ich mal gespannt jetzt auf der Straße, wie er sich macht. Aber es fühlt sich sehr leise, sehr kultiviert an. Das federt schön. Ja, schauen wir mal. Lass uns überraschen. So, und vorhin auch kurz gecheckt. Branchenstandard auch hier. Rückfahrkamera, alles gut zu sehen. Der hat auch in den Fahrmodi so Stabilisierungsprogramme. Man kann alles also gut erkennen. Für gerade Hängerbetrieb, wenn man alleine ist, sind ja alle elektronischen Helferlein an Bord. Wie genau das heißt oder wie das konfiguriert wird, das fragt wie immer euren Händler des Vertrauens, in diesem Fall natürlich nur Geberzahn. Und die haben die Jungs da sitzen, die sich mit den amerikanischen Raubeinen auskennen. Aber es ist gar kein Raubein, ne? Es fährt sich wirklich toll. Es ist ruhig, also eben für die Klasse und für das Geld schon fast luxuriös, muss ich sagen. In diesem Fall ist eine Bang & Olufsen-Anlage verbaut. Als man sich gedacht hat, wir nehmen eine Anlage, wer wird unser Partner, hat man sich in diesem Fall für Bang & Olufsen entschieden. Was eine gute Wahl ist, das Auto hat einen Surround-Mode. Das klingt sehr, sehr gut, sehr differenziert. Amerika-typisch hat das Ding auch genug Druck. Also man kann auch mal seine Lieblingshits ein bisschen lauter hören. Da geht der Bass einem nicht fliegen oder auch die Mitten einem nicht auf den Zeiger. Also das ist hier auch alles super installiert. In diesem Fall ist also sowohl Apple CarPlay als auch Android Auto mit an Bord. Das heißt, diese Funktionen sind gewährleistet. Man kann also seine ganze Musiklibrary von Spotify oder was man auch immer hat, iTunes, im Auto abspielen und auch durchscrollen über den großen Touchscreen, der übrigens sehr aufgeräumt ist, wie immer bei Ford mittlerweile. Auch der ist so angelegt wie die alten Sync-Modelle. Man findet sich hier auch wieder direkt zurecht. Und man wird nicht vor irgendwelche Neuerungen gestellt, die man erstmal ausforschen muss. Warum ist das so wichtig? Sicherheit. Ich fühle mich sicher im Auto, kann das bedienen, werde nicht abgelenkt und habe meine Augen folglich etwas mehr auf der Straße und da, wo es hingehört, im Verkehrsgeschehen. Hier ist auch in dem Fall noch ein schönes Glasschiebehubdach eingebaut. Ja, ne, die Sonne reinzulassen an so einem schönen Tag wie heute, das macht der gut, der Bronco. Ne? Ja, macht er gut. Ja, ansonsten geräumig auch hier nochmal ganz kurz nur während der Fahrt ein riesen Armauflagen, Handschuhfach. Ne, Handschuhfach haben wir vorne. Hier ist die Armauflage, darunter ist auch ein Riesenfach. Und dann nochmal wieder Steckdosen drin. Nochmal USB-C, nochmal USB. Also an Möglichkeiten hier, sich entweder aufzuladen oder Musik einzustecken, fehlt es hier nicht. Also das ist wirklich durchdacht. Trotzdem haben wir auch hier vorne noch eine 12-Volt-Steckdose für alle Verbraucher, die ihr so unterwegs benötigt. Weil wenn ihr mal in die Prärie fahrt, was das Auto anscheinend meisterhaft beherrscht, dann könnt ihr ja eventuell auch einen kleinen Teekocher oder so einstecken. In meinem Fall eventuell sogar eine Kaffeemaschine. Wir kommen jetzt gleich ans Ziel, dann ist der Fahrpraxistest auch zu Ende. Ich habe euch gesagt, ich sage während der Fahrt mal was zu den Qualitäten der Oberflächen. Also das ist alles zwar hier in dem Fall hier Hartplastik, aber das ist so schön matt, rau. Das wirkt so richtig schön hemdsärmelig, also was ich von so einem Auto auch erwarte. Daneben schön eingefasst, dann diese Gummierung für das Handschuhfach, ganz weich, kein Hartplastik. Auch jetzt hier nicht mehr Sachen künstlich zu verchromen, was ja lange Zeit so ein Trend war. Kein Metall, sondern verchromtes Plastik zu nehmen. Oh Gott, war das immer schrecklich, ist hier nicht. Hat man drauf verzichtet. Der Türgriff, der Öffner, alles ist in Kunststoff, wie es auch hergestellt wird. Und es wirkt auch ehrlich. Es ist einfach schön und passt auch zu dem Charakter des Autos in diesem Fall. Also
auch da hat man bis hinten raus irgendwie sich Gedanken gemacht und das gut gelöst. Ja, wir biegen ein, wir kommen jetzt ans Ziel und zum großen Abschluss sehen wir uns gleich. Ja, Leute, da ist er. Der Ford Bronco. Ja, nach dem Mustang der nächste Gaul, der jetzt in Deutschland Einzug hält. Aktuell allerdings nicht offiziell. Das heißt also, ihr müsst den Weg gehen über einen Ford-Händler eurer Wahl. In dem Fall natürlich nur Ford Geberzahn, unser Kaffeepartner. Denn da hat man sich mit dem Auto beschäftigt und vor allem schon zwei importiert. Das Auto ist also in Deutschland zugelassen. Ist auch sonst von den Einstellungen alles drum und dran für den deutschen Markt dann rück- oder umgerüstet worden. Also da steht der Freude nichts mehr im Weg. Ich weiß gar nicht, ob der noch zu verkaufen ist. Ihr solltet auf jeden Fall eine Probefahrt vereinbaren. Dieses Auto ist echt mal wieder ein angenehmer Zuwachs in der ganzen Ford-Familie. Und ja, fällt schwer. Beim letzten Mal, ihr wisst noch, haben wir den Ranger getestet und waren damit in Most. Haben uns das dann für das Unternehmen gekauft. Ich glaube, ich werde schon wieder schwach.